So, liebe Paper Mario Freunde, wir haben im letzten Part das wundervolle Ticket geholt. Das bedeutet, wir können jetzt rüberfliegen. Das ist Luftschiff auf Falke. Möchtest du mitfliegen? Alter, ich will sowas von mitfliegen, du Fuckfisch. Lopf dich mit deinem Flugticket zu zeigen. Das ist mein Flugticket, Alter. Bitte steig ein. Dankeschön. Liebe Leute, ich hoffe, ihr seid bereit. Wir fliegen jetzt in das legendäre Falkenhain, nachdem wir einen Abstecher in den Wald gemacht haben. Ich würde gerne in diesen Wald, aber ich kann nicht. Das macht mich traurig. Kann ich in den Wald da links? Warte mal, kann ich da rüber? Nee, kann ich nicht. Okay, fliegen wir los. Oh, und achtet auf die wundervolle Musik hier. Ich liebe dieses Lied irgendwie. Es ist ziemlich super. Und wir beginnen. Kapitel 3. Kapitel 3. Wie heißt es denn? Kampf der Champions. Kapitel 3 ist das coolste Kapitel. Bereitet euch darauf vor, das wird der Shit. Und da ist die fliegende Stadt, die sich mit Düsen in der Luft hält. Da ist sehr starkes Feuer, was da rausgepumpt wird. Vertraut mir da. Flieg rüber, du Zeppelin, der gar nicht mal so sehr aussieht, als ob es aus Papier gemacht wäre. Flieg jetzt rüber. Dankeschön. Okay, wisst ihr was? Ich mag den Flug, ich mag die Musik, aber... Wir können langsam ankommen. Oh yeah, da sind wir. Die fliegende Stadt, was auch immer. Das fliegende Stadion aus Falkenhain. Okay, Leute. Wir haben einiges vor uns. Vor allem habe ich sehr viele Stimmen vor mir, die ich machen muss. Ich habe keine Ahnung wie. Na gut. Schauen wir uns um in Falkenhain. Wie gefällt's dir, Kupio? Ich weiß nicht, Mario. Halt den Mund, Kupio. Halt den Mund. Okay. Falkenhain. Wundervoll. Das ist also Falkenhain, die Stadt in den Wolken. Wie das wohl funktioniert, dass sie im Himmel schwebt. Hoffentlich fällt sie nicht runter. Ja, das hoffe ich auch. Souvenire. Und ein Falkenhain-Schriftzug. Und eine Insignie. Oh mein Gott. Lass uns nach dem Sternjuwel suchen, Mario. Okay, suchen wir danach. Hallo, Bob-Omb-Familie. Was geht ab? Das ist also Falkenhain. Sieht ja ganz nett aus hier, oder? Wollen wir zunächst den Hotdog-Stand aufkaufen? Keine Sorge, ich habe Geld wie Heu. Deswegen bist du aus Gold und siehst aus Silber und der Kleine ist aus Bronze. Was sagst du dazu? Papa, ich hab Hunger, kaufst du mir einen Hotdog? Ach, deswegen will ich den Hotdog-Stand kaufen. Was sagst du? Eine Stadt in den Wolken schwebt, wirklich hochinteressant. Wie viel es wohl kosten würde, hier ein Wochenendhäuschen zu bauen? Oh, ich hasse sie. Es geht ab, Alter, gib mir einen Hotdog. Hallo. Braten. Hat die leckersten Hotdogs von Falkenhain. Ja, sind noch die einzigen. Für den 10 Bits bekommst du eins. Magst du? Alter, gib mir den geilen Hotdog. Herzlichen Dank. Ja, habe ich den Hotdog jetzt bekommen? Ich hoffe doch. Und hier haben wir ein paar Porträts von mysteriösen Leuten, die wir vielleicht kennenlernen werden. Eine Telefonzelle. Hallo. Hallo Mario, kommst du voran? Ich bin's, Luigi. Okay. Gut, warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Diese Stadt Falkenhain schwimmt in den Wolken, genau wie ich. Oh. Bitte! Bitte! Übertreib's nicht. Okay, wisst ihr was? Schauen wir uns später um. Dann gehen wir direkt zur Hauptattraktion. Nämlich dem... Hallo! Hi! Hallo! Okay, da steht nur Hallo. Aber vorher möchte ich doch meinen Begleiter wechseln, denn eventuell werden wir natürlich ein paar neue Gegner treffen. Und da ist Gumbrina vielleicht nicht die verkehrteste Wahl, die man treffen kann. Gerüchten zufolge. Was haben wir hier? Ananasmann! Weg da aus dem Weg, ich bin ein Ananas, du störst meine Arbeit, du Dilettant. Nenn mich nicht Dilettant, du. Ananas, was sagst du zu Gumbrina? Ein Sportreporter, also jemand, der über die Champions berichtet. Er ist ein alter Hase und zeigt dem Fotoreporter, wo es im Geschäft lang geht. Was sagst du dazu? Oh, weg da aus dem Weg, fotografiere nur berühmte Kämpfer. Ich bin berühmt, okay? Arschloch, was sagst du dazu, kleiner Mann? Hey, okay, weißt du, wo Dark Toadstar ist? Er ist tot. Er ist tot, kleiner Mann. Keine Träne vergießen. Das würde er so nicht wollen. Aber er ist tot, vertrau mir. So, gehen wir mal rein. Was gibt's denn hier Schönes? Ein Papierkolosseum. Hier kämpfen die zwei Kämpfer. Metall-Cooper-Mann und Schnabelvogel-Mann.
Wow, sehr beeindruckend. Sieh dir das an, Mario. Oh. Da fängt gerade ein Kampf statt. Ja, sagt der Lakito. Na, oh, Schluss jetzt mit dem Kinderspielchen. Verdammter Mistkerl, willst du mich immer noch schlagen? Männer ohne Rückgrat haben ja nichts zu suchen. Bist kaum aus den Windeln gestiegen und willst mich herausfordern? Wag das bloß nicht noch einmal. Champion, wie war dein Eindruck von diesem Kampf? Von einem Kampf kann keine Rede sein. Diese Schwächlinge hier langweilen mich alle. Keiner kann mich auch nur im Entferntesten das Wasser reichen. Das sind doch Waschlappen allesamt. Wer etwas anderes behauptet, soll sich sofort zum Kampf stellen. Ich nehme jede Herausforderung an. Und wer zu feige ist, kann weiter zu Hause hocken und mit seiner Konsole spielen. Oh, snap! Ich bin der Größte. Ich bin der Champion. Leute lieben dich, Alter. Oh mein Gott, das ist ein Sternjuwel. Sieh da, Mario. Der Meistergurt. Ist das nicht das Sternjuwel? Alter, das ist das Sternjuwel. Ganz sicher, dieser Glanz, das muss es einfach sein. Wenn das also das Sternjuwel ist. Dann ist er der Besitzer des Sternjuwels. Oder etwa nicht? Was sollen wir tun? Wir können den Meistergurt nicht einfach stehlen. So ein Mist. Stehlen. Du machst wohl Witze, Mario. Das geht doch nicht. Warum nicht? Der Typ ist ein Arsch. Es bleibt uns also nichts anderes übrig als... Mario, du musst Champion werden und so den Meistergurt bekommen. Okay. Also dann... Sollst dich erstmal ins Kämpfer einschreiben. Mann, bin ich aufgeregt. Na komm, lass uns keine Zeit verlieren. Okay, wie es aussieht, werden wir Kämpfer-Champion-Typ. Oh, das könnte ziemlich interessant werden. Habe ich recht? Natürlich habe ich recht, verdammter kleiner, dreckiger Toad. So, wo melde ich mich denn an? Hallo, Mäuschen. Hallo, mein süßer Mr. Schnauzer. Schön, dich zu sehen. Es ist mir eine Freude, dich zu sehen, Lady Maus. Und dich auch, elegante Toad-Dame. Ah, oh, hallo, mein kühler Kavalier. Obwohl eigentlich interessiere ich mich nur für Aurelius, den Champion. Was sagst du dazu? Das ist brillante! Bei den Toads gehört sie zur High Society. Hast du ihr Kleid gesehen? Ist das nicht wirklich himmlisch? Unglaublich, dass so eine Dame sich auch für die Kämpfe interessiert. Und dass sie auch noch eine Vorliebe für kräftig gebaute Männer hat. Ich bewundere es auch sehr. Gehen wir hier unten rein. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, wir haben Wolke gegen Bob-Omb. Oh, shit. Ich glaube, der Bob-Omb gewinnt. Das ist ein spannender Kampf. Gehen wir wieder. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir da eventuell nicht richtig sind. So, ich glaube, wir müssen da links an dem Bodyguard-Arsch vorbei. Hey, Bros, geht ab. Was, du willst Kämpfer werden? Darüber musst du mit dem Manager Klopown reden. Das Büro des Managers ist hier hinten, der müsste dort sein. Geh also durch. Dankeschön, mein Guter. Dankeschön. Dankeschön. Clubbohne. Ich weiß nicht, was das für ein Wortwitz sein soll. Ist hier das Büro? Dies ist der Aufenthaltsraum der zweiten Liga. Der Zutritt ist ja nicht gestattet. Ey, ich bin besser als die zweite Liga, okay? Okay! Hast du mich verstanden, Gumbrina? Dies ist der Aufenthaltsraum der ersten Liga. Zutritt ist nicht gestattet. Ey, ich hab da so eine Theorie, dass das mir nicht gestattet ist. Und hier? Was? Möchtest du Kämpfer werden? Gut, dann geh hinein. Clubhorn ist da drin. Okay, Clubhorn, was geht dir ab? Mario ist hier. Hey, was willst du? Das ist mein Reich. Hat man dir keine Manier beigebracht, dass du ohne zu klopfen reinkommst? Aha. Was? Ein Kämpfer? Ein Kämpfer willst du werden? Oh, neue Kämpfer sind uns immer willkommen. Aber unsere Kämpfer sind allesamt jung, kraftvoll, energisch und kampfeslüstern. Ein halbes Cent wie du passt nicht wirklich in unser Programm. Hast du wirklich vor, der strahlende Champion unserer Arena zu werden? Klar! Okay, okay, nur Problemo, ich verstehe. Cool. Bist sehr langsam, Alter. Bist du so eine Art Cooper, oder? Ich war schließlich auch mein armer Schlucker, als ich jung war. Aber mit diesem großartigen Körper habe ich mich in den Kampfsport gestürzt. Und schließlich bin ich Champion geworden. Alter, Champion. Heute steige ich nicht mehr in den Ring. Aber damals habe ich so viel Geld gemacht, dass ich es in meinem ganzen Leben nicht ausgeben kann. Oh ja, mein Traum hat sich erfüllt, also... Merk dir eins. Tief in deinem Herzen sollst du deine Träume niemals aufgeben. Und du musst an deinen Traum glauben, um ihn wahr werden zu lassen. Hast du das kapiert? Oho! Klar. Und jetzt, komm mit, na los. Ey, ich begleite dich, Bro. Ich bin unterwegs.
Wir gehen jetzt in die Umkleidekabine, habe ich gehört. Hast du gehört, Gumbrina? Die Umkleidekabine. Ich habe keine Ahnung, wo wir hingehen. Das ist ein schickes Zimmer, glaube ich. Da sind viele Geschenke. Kann ich so ein Geschenk haben? Na, wie gefällt dir das? Das ist die Garderobe des Champions. Grandios, oder? Wenn du der Champion wirst, gehört das Zimmer dir. Das ist ein flauschiger Teppich. Seht ihr, wie die Handel darin versinken? Das ist sehr flauschig. Ganz zu schweigen von dem Haufen Geld, den du bekommst. Auf dich wartet dein Leben in Reichtum und Überfluss. Ich mag Überfluss und Reichtum. Und das ist die Garderobe für die anderen Kämpfer. Und? Nicht gerade grandios, aber sauber. Ich sorge dafür, dass meinen Kämpfern an nichts fehlt. Also dann, du weißt ja, dass es auf der Welt nur einen Champion geben kann. Und Champion zu werden ist ein hartes Stück Arbeit. Aber gerade das ist die Herausforderung. In deinen Augen sehe ich glühenden Kampfgeist. Du scheinst das Zeug zum Champion zu haben, da bin ich mir ganz sicher. Ja, das habe ich! Ach ja, wenn du wirklich Kämpfer werden willst, musst du diesen Vertrag unterzeichnen. Kein großer Akt, würdest du einfach hier deinen Namen hinschreiben? Okay. Vertrag unterschrieben! Okay, okay, du heißt also Mario, schöner Name. Aber als Kämpfername ist ja ein bisschen schwach. Genau, ich hab's. Dein Kämpfername ist Bomba Luigi. Ein kraftvoller Name, oder einer, der ist richtig kraftvoll. Ich bin großer Fan. Okay, ich weiß schon, mein Gespür für Namen ist nicht das Schlechteste. Von nun an heißt du Bomba Luigi. Liefer uns heiße Kämpfe. Arr, Bomba Luigi. So, jetzt bist du ein Kämpfer. Totskova? Hallo, Totskova. Ja, bitte. Sie haben gerufen. Wir haben einen neuen Kämpfer, Bomba Luigi. Bring ihn in seinen Aufenthaltsraum. Verstanden, Herr Klopper. Also dann, komm mit. Ich folge dir, Toad Lady. Folge mir, Gumbrina. Dreckiger Goomba, ich meine. Folge mir, Gumbrina. Da du jetzt zu den Kämpfern gehörst, gibt es einige Dinge, die du beachten solltest. Also zunächst, was Herr Klopper gesagt, er sagt, ist Gesetz. Befolge seine Anweisungen. Laut Vertrag darfst du deine Registrierung nicht ohne seine Erlaubnis kündigen. Darüber hinaus gibt es noch viele Regeln zu beachten, aber dazu komme ich später. Okay. Cool. Alter, das ist eine gute Truppe hier drin, wie mir scheint. Hier fühle ich mich geborgen. Also, das ist ein Aufenthaltsraum. Du beginnst als Zweitligist. Wenn dir dieses schmuddelige Zimmer missfällt, solltest du schnell in die erste Liga aufsteigen. Wenn du bereit zum Kampf bist, dann melde dich an diesem Computer an. Oh mein Gott, das ist Video Gamepad! Gegen wen du antrittst, erscheint Herr Klopone. Du darfst nicht ablehnen. Probiere es doch gleich. Geh zum Computer und logge dich mit A ein. Wähle dann Kampf. Alles klar. Es geht bei dir ab. Ich gehe gleich mal wieder auf meinen üblichen Spaziergang. Okay. Gar nicht so übel. Was sagst du? Wenn du irgendwas wissen willst, frag mich ruhig. Schließlich bin ich viel erfahrener als du. Halt den Mund! Du sollst auf jeden Fall gut auf deine Gesundheit achten. Und du sollst überflüssige Fehler vermeiden. Okay. Automatisches Registrierungssystem, was möchtest du tun? Kampf! Hallo, Bomber. Super, dass du es gleich versuchst. Ich wusste doch, du hast Kampfgeist. Im ersten Kampf wirst du gegen die Goomba-Brüder antreten. Oh mein Gott! Ganz easy, glaub mir. Zeig meinen knackigen Kampf. Oh, der wird so knackig, Alter. Und sorge für Stimmung im Publikum. Zeig ihm mindestens eine Show-Einlage. Die übrigen Regeln wird dir Totskova erklären. Also, good luck. Du wirst also kämpfen. Warte hier, bis du abgeholt wirst. Sieger ist derjenige, der zuerst die KP des gegnerischen Teams auf Null bringt. Siegst du einen höherrangigen Gegner, steigst du im Rang auf. Verlierst du gegen einen Gegner, niedrigeren Ranges, kann dein eigener Rang sinken. Aber es reicht nicht zu siegen. Du musst die Auflagen im Kampf genau einhalten. Also musst du diesmal dem Publikum mindestens eine Show-Einlage liefern. Erfüllst du das, bekommst du im nächsten Kampf einen höherrangigen Gegner. Bist du bis Rang 11 aufgestiegen, bekommst du die Chance, in die erste Liga zu wechseln. Das wäre vorerst alles. Hast du alles verstanden? Klar! Also gut. Warte hier, bis du abgeholt wirst. Okay. Oh, ich warte. Oh, da ist er! Es geht ab! Bomba, dein Kampf beginnt. Folge mir. Du wirst abgeholt. Also dann viel Glück. Dankeschön. Nimm mich mit in das Traumreich der Kämpfe. Mord, Totschlag, Blut, Eingeweide. Das sind die Gaben, die ich mir wünsche. Oh shit, der Kampf geht los. Shit, die Goomba-Gebrüder. Es folgt der Kampf zwischen den Goomba-Brüdern, bekannt auch als komische Steinköpfe,
Und der vielversprechende Newcomer Bomba Luigi. Die Goomba-Brüder warten schon ungeduldig im Ring auf ihren Gegner. Also, wie fühlt ihr euch heute? Oh, wir sind total heiß auf den Kampf. Bomba Luigi heißt der Kerl. Das Warten zu lassen ist ziemlich dumm von ihm. Aber wir werden die Grünschnabel schon Manieren beibringen. Vielleicht sollte er schon mal die Ambulanz bestellen. Da komme ich in den Raum. Oh, endlich betritt Bomba Luigi den Ring. Zeug von Selbstbewusstsein ist Newcomer gleich zum Spiel zu kommen. Shit. Also, Bomba, ich werde dir kurz die Regeln erklären. Auf ihn! Ey! Das sind nicht die Regeln, die mir versprochen wurden. So ein niederträchtiges Punk, die greifen an, bevor sie überhaupt den Gong schlägt. Also los, Mario, von solchen Typen lassen wir uns doch nicht einschüchtern. Ich will sehen, wie sie um Gnade flehen. Boah, das war die Begrüßung für zu spät komme. Bedankt euch artig! Schaueinlage. Gut, werte Goomba-Freunde. Fuck, ich habe keine BP, ich kann den Donnerblitz nur gegen einen machen. Ja gut, dann machen wir es oldschool. Alter, ich hab dich mehrfach als nur einmal getötet, Alter. So, ja, Goombas, dann greift mal an. Oh nein, ich will meine Sternenergie noch nicht verschwenden, Leute. Ja. Konter klappt wie immer fantastisch. Wie immer fantastisch. Bam, bam. Du machst gerade mal 2 Schaden mit deiner Kopfnuss. Das ist gar nicht mal so viel, liebe Gumbrina. Ist dir das klar? Ich hoffe, es ist dir klar, denn mir ist es klar. Und jetzt will ich ein Bingo sehen. Fuck! Warum bekomme ich kein Bingo mehr hin? Ich war darin wirklich mal gut. Ich habe das immer bekommen und jetzt bekomme ich es gar nicht mehr. Ich glaube, ich sollte ein bisschen auf die Symbole, die da immer vorbeikommen, so ein bisschen achten. Dann bekomme ich vielleicht ein Bingo hin. Bam, bam. Woo! Cool! So, das war ein spannender Kampf. Hätte nicht gedacht, dass wir ihn einfach so gewinnen. Wirklich nicht. Du hast gesiegt, Bomber. Aber sag uns, wie war der erste Kampf für dich? Langweilig! Ein fantastischer Kampf und ich zähle auf dich für die nächste Begegnung. Nur denn du bist der neue Held. Ich bitte um Applaus. Bravo, Bomba Luigi! Ja! Yeah! Verneigt euch vor mir! Dankeschön. Danke. Kann ich jetzt gehen? Muss mal pullern. Der Kampf war ganz passabel, Bomber. Aber ein Profi sollte sein Publikum etwas besser zu begeistern wissen. Beim nächsten Mal erwarte ich eine aufregendere Voraufführung. Alles klar? Also dann, Totskova wird dir eine Gage geben. Eine Gage! Yes! Bargeld! Bitte, deine Gage. 3 Münzen! Jackpot! Und ich bin auf Rang 19. Wenn du bereits am neuen Kampf bist, wähle den Kampf am Computer. Deinen aktuellen Rang kannst du ebenfalls am Computer erfahren. Bis zur Festlegung deines nächsten Kampfes kannst du dich frei bewegen. Yay! Also bis dann. Wir sehen uns! Ich liebe dich! Glaubst du, sie mag mich, Gumbrina? Hey Greenhorn, wie war denn der Kampf? Nimm mich nicht, Greenhorn! Ich bin Barono, Kämpfer... Nee, oh fuck, der hat alles geredet. Ich bin Barono, Kämpfer der zweiten Liga, genau wie du. Ich hoffe, wir werden uns gut verstehen. Ich auch. Das ist Bombasto. Hallo. Wenn wir einander schon förmlich vorgestellt werden, lass mich dir einen Rat geben. Totskova hat dir das zwar schon gesagt, aber du sollst dich wirklich strikt an die Anweisungen vom Chef halten. Gelingt dir das, bekommst du im folgenden Kampf einen höherrangigen Gegner. Wenn nicht, ist dein nächster Gegner im Rang unter dir. So schaffst du es also nie, dir einen höheren Rang zu erkämpfen. Bombastos Ratschläge sind manchmal ganz hilfreich. Frage ihn ruhig ab und zu. Nicht nur manchmal, mein Rat ist immer gut. Das ist Samum. Meist bin ich nicht hier, aber wenn du mich siehst, sprich mich ruhig an. Übrigens, wenn du dich ins Bett legst, werden KP und BP aufgefüllt. Jackpot! Im kuscheligen Bett des Champions wird sogar die Sternenergie aufgefüllt. Oh mein Gott! Und das hier ist Felshelm. Ne, Marono. Tu doch nicht immer so, als wären wir alle Freunde. Er ist nicht gerade Liebenswürdigkeit in Person. Das sind alle, die zurzeit in diesem Zimmer untergebracht sind. Wenn du irgendwelche Fragen hast, sprich ruhig einen von uns an. Ach und. Du wirst bestimmt auch mal gegeneinander kämpfen. Cool. Konnte man hier nicht den Spind? Man konnte den Spind aufmachen. Yeah. Entschuldigung, den möchte ich auch noch aufmachen. Vielleicht ist da ja irgendwo was drin. Irgendwas, das ich haben will. Na gut. Kann also rein. Und da haben wir wieder einen riesigen Blocki.
Oh, ist ein Blocky. Den war doch noch hier. Ist das das Bett? Ach, da ist das Bett. Oh! Das ist nur eine kaputte Sitzbank, was ich dachte. Das Bett ist relativ sauber im Vergleich zu einem anderen Raum. Und ja, daraus besteht das Kapitel, Leute. Wir müssen uns hier in dieser komischen Wrestling-Liga hochkämpfen und... Zwischendrin werden auch noch andere Dinge passieren. Ah, das ist der Shit. Automatisches Registrierungssystem, was soll ich so tun? Schauen wir erstmal die Rangliste an. Also, unter uns sind die Goomba-Brüder. Bombo Luigi, dann als nächstes die Panzerkämpfer. Poki-Trio, die Knochenwerfer. Also scheiße, die Knochenwerfer. Starion-Partner. Die Banditenbande, Piranhas und Co., die Hypersteine, die Bomb-R. Dann haben wir noch die Stahlbrüder, die Pickelkäfer, Stachelsteine, Schattengang, das Fuzzy-Trio, die Kamek-Dämonen, Lanzissimo, das Brüder-Trio, die Feuer-Chomps, die Ask-Patrouille und Aurelius auf Platz 1. So, ich denke, eine Sache, die ich auf jeden Fall machen sollte, ist, es tut mir zwar ein bisschen weh, das zu machen, aber leider, wie ihr vielleicht an den Namen gelesen habt, können wir mit dem, Entschuldigung, wo ist er denn? Mit dem Meistersprung hier nicht allzu viel anfangen. Erdbeben hätte ich ganz gern wieder und... warte mal, tu mir nichts, Partner, hol mir weg, dafür will ich den Powerhauer. Okay, ich will hier meinen Hammer ganz gern einsetzen können. Den werden wir wohl brauchen. Kampf! Oh, du Bomber, möchtest dich also zum Kampf anmelden? Also gut, dein nächster Gegner ist gegenwärtiger Frank 18. Du kämpfst gegen die Panzerkämpfer. Im folgenden Kampf sollst du mindestens eine Sternattacke nutzen. Okay, echte Dramatik braucht Höhen und Tiefen. Bring uns also ein Highlight und zeig mir einen guten Kampf. Das ist der Plan. Oh, sieht so aus, als hätten wir hier gegeneinander anzutreten. Cool. Hallo. Oh, Bomba, dein Kampf beginnt. Folge mir. Aber der Kampf von dem Gelben beginnt auch. Warum muss nur ich dir folgen? Nee, okay. Will ich mal nicht weiter hinterfragen? Beschweren wir uns mal nicht und akzeptieren einfach diese wundervolle Gabe. Oh shit, es sind die Koopa-Gebrüder! Die Gegner folgt im Kampf sind der Krawallkleppner Bomba Luigi und die Undurchdringlichen, die Panzerkämpfer. Wir lassen uns niemals besiegen! Was ist los, Bomba? Wir sind zwar derselben Garderobe, erwarte keine Gnade im Kampf. Oh shit! Let's fight! Yeah! Es beginnt der Kampf, Alter. Und benutze bis eine Sternattacke. Werde ich machen. Nachdem ich mich dazu entschieden habe. Alter. Alter, werden die zerstört von meiner bloßen Angriffskraft, die immer noch enorm ist. Aber erstmal müssen wir die ganzen Kollegen hier ein bisschen abscannen. Das ist ein Panzer-Cooper. Die Farbe ist etwas anders als bei normalen Coopers. KP 4, Angriffskraft 2, Verteidigung 1. Noch ein bisschen stärker. Er kann nicht mehr als ein normaler Cooper auch. Du kannst ihn besiegen. Du sollst Barono nicht zu sanft anpacken. Was? Du sollst Barono nicht zu sanft anpacken. Ihr bleibt trotzdem Freunde. Ja, gekontert! Habt ihr es gesehen? Konter! Oh mein Gott, habt ihr gesehen, wie ich die alle ausgekontert habe? Wer will da? Ja, gib mir ein Herz. Danke, mein Süßer, danke. Habt ihr gesehen, wie ich die ausgekontert habe? Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich jetzt, seit wir das ganze hier Spiel, dass ich Konter hinbekommen habe. Das ist ein Panzerpara, also ein etwas verfärbter Para-Cooper. KP 4 Angriffskraft 2, Verteidigung 1 kommt mir bekannt vor. Er kann nicht mehr als jeder normale Para-Cooper. Seine Verteidigung sinkt also auf 0, wenn er auf dem Rücken liegt. Meine Kopfnuss ist übrigens auch ziemlich effektiv, also auf in den Kampf. Das glaube ich, dass deine Kopfnuss sehr effektiv ist. Bringen wir ihn um. Es ist sogar egal, ob seine Verteidigung auf 0 ist oder nicht. Er kriegt so oder so auf die Fresse und ich sollte aufhören zu versuchen, mit Gumbrina zu kontern. Da bekomme ich nämlich nicht hin. Wundervoll. Das war wieder mal ein sehr anspruchsvoller Kampf, aber wir sind ja noch in der zweiten Liga insofern, das ist ganz normal. Fuck, ich habe keine Sternattacke gemacht. Nein, ich hab's vergessen. Der Gewinner ist Bomba Luigi. So geht das. Ich hab die Sternattacke vergessen. Fuck. Na bitte, deine Gage. Oh shit, 4 Münzen. Mario steigt auf Rang 18. Was? Lass dich jetzt allein, also man sieht sich. Warte mal, wieso bin ich auf Rang 18? Ich hab keine Sternattacke gemacht. Was? Du kämpfst nicht schlecht und diesmal hast du uns sogar geschlagen. Aber das nächste Mal werden wir dich besiegen. Klar, weil es nächstes Mal geben wird. Kampf! Machen wir direkt weiter. Hallo Bomba, du möchtest dich also zum Kampf anmelden? Also gut, dein nächster Gegner ist gegenwärtig auf Rang 19. Du kämpfst gegen die Panzerkämpfer. Im folgenden Kampf sollst du, ja, mindestens eine Show-Einlage. Okay, na fuck. Sowas passiert, wenn man die Bedingungen nicht erfüllt. Ich bleib hier an der Tür stehen. Hier kann nichts schief gehen. Dummbatz. Machen wir den Kampf beginnt, okay.
Also bekämpfen wir nochmal die Panzergebrüder. Und diesmal werden wir eine Sternattacke einsetzen. Und mit dieser eine Schaueinlage werden wir machen. Fuck! Keine Sternattacke! Schaueinlage! Schaueinlage! Okay, okay, kennen wir. Ja. Ah, ich darf die Bedingungen echt nicht vergessen. Das kann so echt nervig werden. So, werte Gumbrida, begebe dich bitte nach vorne und mache eine Schaueinlage. Yay! Und da gibt es noch viel mehr Voraussetzungen. Das sind, glaube ich, nur die anfänglichen, die so lame sind. Yes! Wie gefällt euch das, ihr Ignoranten? Au. Sehr gut. Nehmen Sie ja zurück. Und weil ich gut drauf bin, machen wir noch einen Multisprung. Bam! 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 Ach, majestätisch. Es gibt doch nichts Besseres, als ein paar Koopas in den Arsch zu treten, wenn ihr mich fragt. Und diesmal haben wir es geschafft. Das heißt, wir können diesmal dann gegen den nächsten Gegner kämpfen. Yay! Gewinner ist Bomba Luigi. Das war ein Kinderspiel. Was dann wirklich? Das war halt echt extrem einfach. Bitte deine Gage. Oh yeah! Wieder 4 Münzen. Wir werden reich. Ich lasse dich jetzt alleine. Also, man sieht sich. Okay. Ich muss mal kurz, Ding ins Zeug machen, was man alleine macht. Automatisches Registrierungssystem. Was möchtest du tun? Kampf. Hallo, Bomba. Du möchtest dich also zum Kampf anmelden. Also gut. Dein nächster Gegner ist gegenwärtig auf Rang 17. Du kämpfst gegen das Poki-Trio. Ach du Scheiße. Folge dem Kampf sollst du deinen Partner nicht wechseln. Vertrau dem Partner, für den du dich am Anfang entschieden hast. Etwas beängstigend, oder? Aber ich weiß, du wirst es schaffen. Zeig mir einen guten Kampf. Oh, da ist die Pokis, die haben Stacheln auf dem Kopf. Und ich muss mit Gumbrina kämpfen. Was unvorteilhaft ist, ich will sie scannen. Bomba, dein Kampf beginnt, folge mir. Aber ich muss die Gegner scannen, deswegen... Ja, kann ich nichts dran ändern. Oh shit, da kommt sie die Treppe hochgift. Die Pokis! Der Gegner, die Gegner voll im Kampf sind der Krawallklempner Bomba Luigi und die Gestachelten, das Poki-Trio. Wir lassen uns niemals besiegen! Wenn du uns mal anfasst, dann wirst du schon ein blaues Wunder erleben. Let's fight! Yeah! Ich werde euch gleich zeigen, wer sein blaues Wunder erlebt. Nämlich hier! Darf sein Partner nicht auswechseln. Scanner. Und wir scannen die Pokis. Dann was sollten wir sonst machen? Da ist ein Poki. Pokis sind Kaktusmonster mit fiesen Stacheln. Die fiesen Monster. KP 4, Angriffskraft 3. Pass auf die Stacheln auf. Wenn du springst, tut das bestimmt ziemlich weh. Pokis werfen mit den Teilen ihres Körpers oder fallen auf dich. Außerdem rufen sie gerne Verstärkung. Lass sie uns schnell besiegen. Okay, versuchen wir erstmal ein Erdbeben zu machen. Ich meine, das sollte 3 Schaden machen. Wenn ich richtig liege, ja. So, Pokis. Au. Au. Au, 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 au. Ja, das war nicht nett. Und wir können auch Erdbeben machen. Wundervoll, danach sollte ich mich wieder in mein Bettchen legen. Und, kabum! Yeah! Und noch eine geile Pose. 3 Sternpunkte nur. Meine Güte, das ist scheiß wenig. Und der Gewinner ist Bomba Luigi. Das war ja ein Kinderspiel. Richtiges Kinderspiel, Alter. Bitte deine Gage. Die Gage. 4 Münzen, Jackpot! Und ich bin auf Rang 17. Ich lasse dich jetzt allein. Also, man sieht sich. Okay, wir sehen uns. Ich liebe dich. Hey, Bomba, da bist du ja wieder. Und hast wieder gewonnen. Du siehst topfit aus. Weißt du, du bist mein großes Vorbild. Kommst du wohl her? Was? Ach so. Sie hat das gesagt. Was genau, dass ich dir verboten habe, da reinzugehen. Also hör auf damit. Du solltest langsam lernen, Regeln zu befolgen. Und du solltest aufhören, mir ständig nachzulaufen. Das finde ich so widerlich. Wenn du nicht machst, was ich dir sage, fliegst du raus, kapiert? Der ist ein komischer Typ. Schon wieder, Samum? Tut mir leid, dass ich dieses zitternde Weib mitgebracht habe, Barono. Mach dir nichts raus. Die spielt sich immer so auf. Ich mag sie irgendwie nicht. Aber warum rennst du ihr auch dauernd nach? Bist du einfach verknallt? Blödsinn. Aber was auch immer. Ich gehe da mal wieder. Okay. Seltsamer Typ. Vielleicht sollten wir ihm auch hinterherlaufen. Vielleicht gibt es irgendwas zu sehen. Und wisst ihr, wann wir ihm hinterherlaufen? Im nächsten Part. Oh shit. Oh ja. Bis zum nächsten Part.